Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Diese Trophäen sind von besonderem Wert. Zum einen, weil sie im Querfeldeinrennen erkämpft wurden, einer Sportart, die als eine der härtesten gilt. Zum anderen auch, weil das Turnier am Sonnenberg in Parchim in diesem Jahr sein 55-jähriges Jubiläum feiert. Es ist das zweitälteste Radrennen Deutschlands und seinerzeit eines der größten sportlichen Highlights der DDR. Auch nach der Wende gilt die Strecke als legendär. Hier sind auch schon bekannte Sportler gefahren, ja, wie Greipel, wie Jan Ulrich als Jugendlicher ist hier selbst schon mal gefahren. Und ich denke mal, alle haben hier ihre Sporen verdient. Heute ist von Stefan Niemke die Tochter mitgelaufen, ja, in der U11, und hat da im Prinzip das erste Mal auch einen Sieg geholt. Nur wenige waren vor 55 Jahren zunächst bereit, sich einer solchen Herausforderung zu stellen. Denn bei Querfeldein geht es um eine außerordentliche athletische Leistung. Die Höhen und Tiefen der Route am Sonnenberg bleiben immer noch dieselben. Nur die Technik hat sich etwas verbessert. Es gibt spezielle Querfeldeinmaschinen, das heißt ein dickeres Profil, ja, dass man auch die Berge hochkommt und nicht wegrutscht. Denn es gibt ja jetzt dieses Hightech-Material, ja, das dort schon mit sagen wir, hydraulischen Bremsen gefahren wird, mit Scheibenbremsen und so weiter. Also es hat sich dort in der Hinsicht viel geändert. Nicht nur wegen der anspruchsvollen Strecke hat das Turnier ein halbes Jahrhundert überdauert. Es ist der ganz spezifische Geist des Ostens, der in Mecklenburg gerne gelebt wird. Viele passionierte Radfahrer von Berlin bis nach Hamburg kommen ausgerechnet wegen der besonderen Atmosphäre. Dieses Kollegiale, Familiäre, was wir hier pflegen, ja, dass wir uns sehr viel Mühe geben, auch für die Sportler alles zu organisieren. Ja, wir machen ja die Versorgung, wir bereiten die Strecke gut vor, ja, wir haben auch entsprechende Sponsoren, die uns unterstützen hier. Am Sonnenberg wird die Geschichte gelebt. Manchmal gehen sogar drei Familiengenerationen an den Start. Die Ältesten bewahren zu Hause zahlreiche DDR-Medaillen und Pokale auf. Die Jüngsten radeln zwar gern quer durch das vereinte Europa, kommen aber immer wieder gerne heim. Wir haben uns eigentlich ein Ziel gestellt. Wir wollen länger sein wie die Friedensfahrt. Ich glaube, das werden wir bald geschafft haben. Die Tour de France werden wir nicht mehr einholen. Aber ich denke mal, und ich sage mal, für Parchim an sich und für diese Gegend und so und auch für den Tourismus ist das eigentlich ein gutes Rennen hier. Vor 55 Jahren wusste am Sonnenberg niemand, wie Deutschland nach dem Mauerfall aussehen würde. Denn es gab noch gar keine Mauer. Was das nächste halbe Jahrhundert alles bringt, bleibt abzuwarten. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.